Wieso hab ich sowas nicht? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ist bald Weihnachten, jetzt weiß ich, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ey. Geil. Alter. Cool, wie weit ich meinen Rücken biegen kann. Okay. Wenn das jemand nachmachen kann, also wenn man erstmal die Stiefel hat, dann soll mir das jemand mal bitte zeigen, wie das gehen sollte. Aber ansonsten echt geil. Hihi. Naja. Hallo? Hallo? Ich hab so eine geile Brille auf. Wie geht's denn hier weiter? Ah ja. Bin ich falsch oder wie? Wo muss ich hin? Ach so. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich hoffe, es wird alles gut. Also okay, wir sind Attentäter. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Das sind Skills. Ganz einfach. Skills. Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen! Was machst du da? Facebook? Ja. Was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation! Der Konföderation! Ihr liebt, dass ihr ohne zu fragen euer jämmerlichen Madenleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören! Oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey, Mann! Was für ein Scheiß! Hätten wir Alter. Diese Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaub nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Nur Probleme. Oh mein Gott! Hey, 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 alles okay, okay. Wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Willst du meinen Hasen sehen? Ishii, bleib bei der Kleinen! Die hab ich! Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donker! Schießt ihr Jungs überhaupt? Kommt mir nicht so vor! Oh yeah! Komm schon, Gray, muss ich echt alles alleine machen?
Halt mal die Fresse. Du machst gar nichts. Idiot. Nein. Ishisato. Wo ich herkomme, bist du eine Legende. Dich zu töten macht mich berühmt. Ishi! Das ist ein Bro, Mann. Lauf, Kleine! Mit dem Aufzug! Nach oben! Hey! Steh auf! Bring deinen Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Ich komm schon. Steh auf! Easy Cut, da, Mann! Er ist total am Arsch! Hast du das gesehen? Fluchtkapsel der Ulysses, ich hab ein paar runterkommen sehen. Scheiß drauf, Mann! Nimm endlich den Kopf aus dem Arsch! Ich brauch hier deine Hilfe! Also, dass sie das überlebt haben, ist echt Glück. Also... Können kann man das gar nicht nennen. Ishi. Verdammt! Schluss damit. Schnell, bringt ihn auf die Krankenstation. Doc ist er. Geht einfach. Hoffentlich ist das nicht die ganze Zeit mit diesen komischen Zeitsprüngen in die Vergangenheit und Zukunft. Das würde sonst ein bisschen irritieren. Also man kann sich auch mal beeilen, wenn einer so krank ist, beziehungsweise verletzt. Ehrlich. Ah. Wir lassen Ishi hier nicht im Stich. Nicht solange es noch eine Chance gibt, ihn zu retten. Okay, okay. Wenn Doc denkt, dass er was tun kann... Du musst das wieder hinkriegen, Doc. Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cybertransplantationen durchgeführt, da muss es doch. Gliedmaßen ersetzen, aber zieh dir doch an, Gray. Die Hälfte seines Körpers ist zerschmettert. Versuch es zumindest. Sind schwarz. Das auch für uns tun. Also, schwarz ja, im Sinne von verkohlt, ja. Vielleicht könnte ich ja, aber für die Bioschweißung bräuchte ich eine geladene Fusionszelle. Na, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc. Gott verdammt! Es muss noch einen anderen Weg geben. Die Fluchtkapseln der Ulysses, ein paar von ihnen sind runtergekommen. Wir nutzen Energiezellen für den Antrieb. So ist es. Komm schon, Ralph. Und dann hat nicht viel Zeit. Halt ihn am Leben. Ich bin gleich zurück. Boah, man kommt dir gar nicht zu Wort. Die reden viel zu viel. Ganz ehrlich, Häuptling? Das war echt eine scheiß Idee. Ich weiß, ich hab uns das alles eingebrockt. Warte, hörst du das? Dieses beschissen laute Gehämmer? Ja, das höre ich. Ach du Scheiße, was ist das denn? Butchers Ausländers hier? Was? Du bist echt meine persönliche Hasenpfote, Boss. Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee aus Mars. Halt die Klappe, na los, zum anderen Ausgang. Hihi. Was für eine beschissene Art in Nacht. Die halten aber viele Kugeln aus, ey. Komm schon, weiter! Oh. Alter, wie viele Kugeln halten die aus? Das ist ja echt Wahnsinn. Oder so. Ja, das geht auch. Ohne ihre Köpfe sind sie machtlos. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Aber das Spiel macht jetzt schon ganz schön viel Spaß. Ach du Scheiße. Die Ulysses. Wir haben den Bastard mit runtergeholt. Oh. Toll, da fühlt sich Ishi bestimmt. Alter. Sieht das geil aus.
hier mal Urlaub machen. Leg sie um, und zwar schnell. Du bist im Weg, Kumpel. Na komm. Diese Biester sind echt hartnäckig. Sind das überhaupt Menschen? Ich bin so scheiß schlecht, ey. Fuck. Sorry.